Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir das machen, was wir uns die ganze Zeit aufgeschrieben haben. Heute wollen wir Bilder hinzufügen. Also, Bild hinzufügen, wie funktioniert das? Ich habe ja hier geschrieben, ich möchte ein Bild des Willkommensbildschirms hinzufügen. Also machen wir ein neues Word auf, rechte Maustaste, auf Word geklickt. Hier ist ein neues Word-Dokument und genau dieses Bild möchte ich jetzt in mein Dokument einfügen. Dazu verwende ich üblicherweise das Snipping-Tool. Ja, da ist es schon offen. Man macht hier neu. Ja, stellt, ich kann hier umstellen auf Fenstermodus. Ja, Fenstermodus und kopiert das Fenster. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Video. Werden wir sehen. Ja, Snipping-Tool. Ah, Dokument, da ist es, da wollen wir es einfügen und hier mit Steuerung V kann ich das Bild nachher einfügen. Also das legt es schon in die sogenannte Zwischenablage, entfernen, auch mit der rechten Maustaste und hier einfügen, funktioniert es ganz genauso. Und jetzt, wenn wir das Bild auswählen, können wir es hier größer und kleiner machen. Hui, hui, ja. Kleiner. Hier, wenn ich das Bild, STRG-Z, wenn ich das Bild an einer Ecke anfasse, bleibt das Seitenverhältnis gesperrt. Ja? Wenn ich das Bild auf den Knopf sie unten anfasse, kann ich es strecken, STRG-Z. Wenn ich es auf so einen Knopf sie rechts anfasse, kann ich es ebenfalls strecken, STRG-Z. Üblicherweise, behaupte ich einmal, will man das Seitenverhältnis sperren und will das nicht verzerren, das Bild. Man kann auch hier auf Bildformat klicken und hier eine Breite eingeben, zum Beispiel 15 cm. Das ist 15 cm breit, das Bild. Ja? Jetzt ist es aber irgendwo, schau, das ist ja mitten im Satz. Das kann zum Beispiel bei E-Bildstellen einer neuen Datei sein. Das ist zufällig, ich habe es halt einfach zufällig dort eingefügt. Ja? Im Moment ist das Bild nämlich eingestellt auf mit Text in der Zeile. Okay? Das kann ich umändern, zum Beispiel auf Quadrat. Ja, ändert man auf mal Quadrat. Und da sehen wir, aha, da geht der Text rund ums Bild herum, je nachdem, wo ich das Bild hinschiebe. Das kann ich machen mit der linken Maustaste. Schaut halt das anders aus. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Eng, da wird es ja nicht viel tun da. Das kann man relativ häufig brauchen. Hier sehen wir, dass das praktisch links und rechts frei bleibt, egal wo ich das hinziehe, links und rechts bleibt frei und ich kann das praktisch hinschieben, wo ich will. Ja. Zum Beispiel hier runter oder hier. Gut. Ja. Hinter den Text kann ich es legen, dann ist hinter den Text, ich kann es vor den Text legen, das ist vor den Text. Das kann man auch hin und wieder brauchen, zum Beispiel für Wasserzeichen oder so irgendwas. Aber ich werde das jetzt einmal so machen. Gut. Ja. Wie wir sehen, haben wir hier, habe ich kurz erwähnt, schon Bildformat hinzugefügt, ein neues Menüband bekommen. Und hier können wir auch den Textumbruch ändern, können wir ändern. Position können wir auf weitere Layout-Optionen und können ganz genau sagen, okay, 5 cm vom Spaltenabstand soll das beginnen. Ja, dann beginnt das dort. Fertig. Ja, also da können wir, bei Position können wir das ganz genau festlegen. Hier bei Zuschneiden könnten wir uns noch praktisch ein Segment des Bildes nur aussuchen. Dann ist es nur so groß. Ja, STRG-Z. Also da kann man Bilder zuschneiden. Man kann dann hier Bilderrahmen hinzufügen. Schaut jetzt ein bisschen aus wie ein Butterzell, wem es gefällt, ja. Man kann hier keine Kontur sagen, Bildeffekte, wie wird das wieder los eigentlich? Schatten, kein Schatten. Jetzt dürfte es wieder normal ausschauen. Nein, ein Rand hat es auch gekriegt. Bildeffekte.
Abschrägung. Keine. Ja, jetzt schaut es wieder normal aus. Also man kann sich da oben spielen ein bisschen. Für ein normales Dokument braucht man es nicht. Ja. Hier können wir auch eine Transparenz einstellen. Ja. Dann würde man praktisch durchblicken können durch das Bild. Optionen für Bildtransparenz, hier kann man sagen, ja, da, schau. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel drüber lege, über mein Bild, dann passiert eigentlich auch nichts. Wieso? Mit eingefügten Bildern dürfte das nicht funktionieren. Auch interessant für mich. Gut. Ja. Korrekturen. Mit so Computergen, das funktioniert besser, muss man sagen. Das funktioniert besser mit Fotos. Da kann man sich ein bisschen spielen. Bei solchen Screenshots, wie wir gerade gesehen haben, funktioniert das nicht hundertprozentig. Ja. Gut, jetzt haben wir da drin das Bild. Ja. Was wir noch dazu fügen können, ist der sogenannte Alternativtext. Der Alternativtext, das ist, wenn sich zum Beispiel eine sehbehinderte Person das Dokument vorlesen lässt, dann muss er irgendwie eine Beschreibung des Bildes bekommen. Und das ist das. Ja. Ja. Bild. Welches den Willkommensbildschirm von Microsoft Word zeigt. Schreiben wir es noch richtig. Willkommens Microsoft Word zeigt. Passt. So, das ist ein Alternativtext. Wie gesagt, braucht man normalerweise nicht, sieht man auf dem Ausdruck auch nicht, aber es ist halt für barrierefreie Dokumente wichtig. Gut, was haben wir noch? Schauen wir uns das nochmal an, Bildformat, Alternativtext, Position haben wir gesagt, Ebene nach vorne, Ebene nach hinten. Na, kommen wir dazu, ausrichten, linksbündig, rechtsbündig, kommen wir auch noch dazu, kopieren, drehen könnten wir es links um 90 Grad drehen. Ja, dann steht es dazu, aber Achtung, ja, Breite und Höhe sind immer noch, Breite ist 15 cm und Höhe ist 9 cm, obwohl es jetzt anders erscheint. Ja. Das ist halt, weil es die Original, das bezieht sich auf das Originalbild. Diese kleinen Eckchen hier unten, ja, die da, die machen immer zusätzliche Möglichkeiten auf. Ja. Hier Bildkorrekturen und so weiter. Da kommt auf so eine Sidebar heraus, meistens, die dann etwas ganz genau darstellen lassen oder ganz genau einstellen lassen. Mir sind die Sidebars meistens ein bisschen lieber, weil ich da alle Möglichkeiten habe. Ja, da sieht man dann wirklich alle Möglichkeiten. Größe, Schatten und da kann ich ganz genau einstellen. Ja. Ich mag das. So, jetzt haben wir das Bild darin. Ja, ein gutes Bild braucht eine Beschriftung. Ja, Beschriftung. Wie füge ich eine Beschriftung hinzu? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe aufs Bild, rechte Maustaste, sage Beschriftung einfügen. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Zweite Möglichkeit, ich gehe auf Referenzen, wähle ein Bild aus und sage Beschriftung einfügen. Ja, so funktioniert das hier. Beschriftung einfügen. Und es gibt standardmäßig Abbildung, Formel und Tabelle. Ja, wenn ich hier, standardmäßig, wie gesagt, gibt es Abbildung, Formel und Tabelle. Wenn ich hier nicht zufrieden bin, dass da Abbildung steht, da kann man zum Beispiel eine Bezeichnung
nicht in den Bildunterschrift verwenden, kann ich eine neue Bezeichnung verwenden. Da drücke ich neue Bezeichnung und ich möchte ABB. Das ist gut. Ja. Genau das möchte ich. Ja. Bezeichnung löschen, neue Bezeichnung. ABB-Punkt. Kein Abstand am Schluss. Ja. Abbildung 1, so gefällt mir das gut. Und da schreibe ich dann noch dazu, Willkommensbildschirm von Microsoft Word. Okay. Unter dem Element passt. Okay? Schaut gut aus. Gell? Schaut gut aus. Jetzt ist es da unter dem Element angekommen, meine Beschriftung. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ja? Jetzt komme ich drauf, naja, da schaut es eigentlich echt schlecht aus, ich schiebe das irgendwo anders hin. Und das bleibt da. Willkommen ins Bildschirm von Microsoft Word, das bleibt da. Hey, erst STRG+Z. Jetzt müsste ich das irgendwo hinschieben, dann muss ich das nachschieben. Na, erst, wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist eine doppelte Arbeit. STRG+Z. Deswegen kann man die Sachen auch kopieren. Ja, ich kopiere jetzt das. Ich markiere das, dann drücke ich die Umschalttaste, markiere das Bild, jetzt sind beide markiert, drücke hier auf den Rand, rechte Maustaste und sage gruppieren. Gruppieren. Alternativ dazu kann man auch hier unter Bildformat auf gruppieren drücken. Jetzt habe ich eine Gruppe und jetzt kann ich diese Gruppe nehmen und irgendwo hinschieben und wir sehen, das bleibt zusammen. Passt. Okay, so soll es sein. Ja? So soll das sein, so gefällt mir das gut. Setze ich das noch hierher und so passt. Ja? Das To-Do soll es vielleicht darunter, weil da hätte ich mir es eigentlich ursprünglicher vorgestellt. Hier hätte ich mir sehr ursprünglich vorgestellt. Ja, dann lassen wir das da. Löschen wir das To-Do hier, entfernen. Passt. Jetzt quasi mal. So auf der nächsten Seite. Hier, obwohl ich nur ein Enter brauche, ja, eine neue Zeile, ein neuer Absatz. Ich plädiere dafür, immer unter Layout, Umbrüche, Seitenumbruch, das auf die neue Seite zu ziehen und nicht unnötige Eingabe Tasten zu drücken. Ja. Das fällt auf, indem man das hier einstellt, ja, Seitenumbruch, ja. Dann schaut das schier aus. Ja. So, ja, und so kann ich mich jetzt praktisch durchhandeln, durch meine Bilder. Und kann die Bilder überall einfügen. So fügt man also Bilder ein, so gruppiert man Bilder, so soll das sein. Das nächste Mal machen wir das Bild vom Hauptfenster, dann machen wir ein eigenes Video dazu, weil da möchte ich nämlich noch etwas dazu zeichnen und so weiter. Und da zeige ich her, wie man das auch machen kann. Hat aber einen gewissen Nachteil auch, nämlich das am Schluss, das mit dem Gruppieren und so weiter, das funktioniert dann nicht mehr so gut. Aber schauen wir uns das an im nächsten Video. Im nächsten Video sprechen wir über den sogenannten Zeichenbereich. Also Zeichenbereich, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.